wir kurz reingucken. Crymax hat sich eine neue Uhr gekauft. Wollen wir kurz reingucken? Komm, wir gucken kurz rein. Ich bin kurz. King Crymax hat sich eine neue Uhr gekauft. Okay, ich bin gespannt. Der Typ hat sich mal wieder gegönnt. Crymax hier, was geht, Paul Berger? Ich hoffe natürlich, wie bei euch geht es allen gut. Ihr könnt schon sehen, heute mal kein Gaming-Video. Heute gibt es nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen weiteren Vlog auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Zeigt es wie immer erstmal mit einem Like und mit einem Abo, wenn ihr das Ganze feiert. Oh, was mit der Quali los? Quali ist ja übelst schlecht. Früh. Ich bin mir gerade einfach 8.52 Uhr. Heute steht einiges an. Ich werde euch gleich erzählen, was heute abgeht. Aber Leute, bevor auch nur irgendwas passiert, wie immer erstmal das Video für heute hochladen. Ihr wisst Bescheid. Kennt man? Leute, könnt euch mal hier. Meine Freundin, die bringt auch irgendwie immer so weiße Rosen mit. Auf wow. Ehren. Sieht voll nice aus hier auf dem Tisch. Meine Freunde, bevor es aber richtig losgeht, werde ich euch jetzt erstmal erzählen, was heute überhaupt so ansteht. Warum ich heute mal wieder einen Vlog mache. Das ist auch total ungewohnt für mich, heute mal wieder in der realen Welt unterwegs zu sein. Ich bin echt nur... Leute, falls ihr euch fragt, warum er die Kette hat mit seinem Namen iCrymax drauf. Manchmal vergisst er einfach, wie er heißt. Und dann guckt er auf die Kette und weiß es wieder. Zeit und am Aufnehmen. Ja, heute auf jeden Fall mal ein bisschen Action. Und zwar, ich werde mir eine neue Uhr kaufen. Ihr habt es vielleicht schon im Titel oder im Thumbnail gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich mir heute eine neue Uhr kaufen und dachte mir, ich werde euch wieder mitnehmen. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich nie wieder so ein Video machen werde. Aus den, ja, eben Anlässen, die euch bestimmt allen bekannt sind, was damals so passiert ist. Jedoch muss ich sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Angebot von einem Juwelier bekommen. Es geht dabei um eine AP, die ich zum Listenpreis bekomme, was jeder Uhrenkenner, der weiß Bescheid. Und ja. Alter, Leute, Skurrus, der hat ja auch der hat sich einen Rolex geholt, die hat er zum Listenpreis bekommen. Ich sag euch, das klingt dumm, ne? Aber überleg mal zum Beispiel, ich erkläre euch das für die Leute, die es nicht wissen. Und zwar, Rolex verkauft zum Beispiel Uhren. Zum Beispiel, Leute, ihr wisst doch, ich habe mir vor 2 Jahren eine, also die ist nicht hier bei mir zu Hause, ich habe die im Schließfach, deswegen, ihr seht die auch nie, weil ich die nie umhabe. Oder selten mal umhabe, nur mal zu krassen Events oder so. Warum nehme ich jetzt den Haps? Warum esse ich, wenn ich was erklären will? Und diese Rolex mit grünem Ziffernblatt, die kostet Listenpreis, also die wird jetzt nicht mehr produziert, aber damals hat die Listenpreis 35.000 Euro gekostet. Ich habe mir die Uhr über Listenpreis gekauft, also eigentlich kostet die nur 35, ich habe sie mir für 40.000 gekauft und soll ich euch sagen, was sie jetzt wert ist? 100.000. Krass, oder? Absolut geisteskrank. Und deswegen ist das so heftig, wenn du bei Rolex oder allgemein krassen Uhrenmarken etwas zum Listenpreis bekommst, also zum normalen Preis. Bro, da machst du schon Plus. Wenn du die Uhr zum Listenpreis kaufst, könntest du die direkt teurer weiterverkaufen. Absolut krank. Zudem will ich auch noch ein bisschen was generell zu diesem Uhrenthema sagen, mit dem Umgang dazu. Und ja, deswegen heute Vlog. Wir fahren zu einem Juwelier. Ey Leute, ich sage euch auch ehrlich, YouTube zurzeit so nervig. Man hat einfach eine gute Internetleitung. Das Video ist an sich in 2 Minuten hochgeladen, aber dann braucht es einfach immer so 20 Minuten zum Verarbeiten. Boah, ich muss mir mal ein bisschen Curry holen, Leute. Das Curry war so lecker gewesen, ey. Nee, boah. Ja, also wenn das Video mal fertig ist, dann geht's los. Leute, voll auf süß. Meine Freundin hat mir einfach einen selbstgemachten Adventskalender geschenkt. Übelst nice. Schau mal, sie hat einfach hier sogar so Bild, so Sticker von mir drauf gemacht. More Life Edition. Geil. Ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Und das hier meine Kameras. Süß. Ist jetzt gerade zensiert, weil man hier natürlich nichts sehen soll. Aber ich finde es trotzdem cool. Ich will es euch mal zeigen. Ich habe halt hier in meinem Haus quasi in 3 Räumen so Tablets an der Wand hängen. Wie auch halt hier im Wohnzimmer direkt. Im Schlafzimmer oder auch in meinem Arbeitszimmer, wo ich halt immer direkt die Kameras aufhab. Das ist geil, aber auch schlau, dass er es nicht zeigt, weil es wäre natürlich dumm, wenn er zeigen würde, wo die Kameras überall hinfilmen, ne? Und sehe halt quasi alles um mein Haus rum, so 8 Kameras, die auch mit externer Stromversorgung sogar weiterlaufen. Also ich habe wirklich viel in meine Sicherheitssysteme investiert. Da wir gerade beim Thema Uhren sind, das war meine erste Uhr. Die habe ich damals immer getragen. Das Geile einfach ist, meine erste Uhr war auch eine Fossiluhr. Und Max, seine erste Uhr war auch eine Fossiluhr. Das heißt, falls eure erste Uhr eine Fossiluhr ist, werdet ihr irgendwann Rolex tragen. Ja, in der Schule. Also Uhren habe ich schon immer gerne getragen. War halt damals noch eine Fossiluhr. Aber die hebe ich auf, so als Andenken. Ja, ich habe meine auch noch. Voll geil. Wie man angefangen hat, Leute. So, meine Freunde, und da ist sie, die Iced-Out AP. Ich liebe diese Uhr. Ich muss nur sagen, Leute, etwas nervig, weil ich habe die Uhr ja, wie gesagt, nicht mehr in meinem Uhrendreher, sondern... Bro, die sieht so krank aus. ...in meinem Schließfach, und dann ist die Uhr halt jedes Mal, muss man die immer wieder neu einstellen. Ein bisschen nervig, aber
Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Uhr. Finde ich jetzt gerade nicht so, weil gerade mehr so weiches Licht draußen ist, aber ja, trotzdem wild. Ich bin jetzt 3,5 Stunden Auto gefahren, bin jetzt hier in meinem Hotelzimmer angekommen, weil der Juwelier, zu dem ich gehe, der ist in Österreich. Ich bin jetzt gerade noch in Deutschland und zwar, warte mal, ich zeige euch mal den Ausblick. Ich bin hier gerade am Bodensee. Boah. Das Hotel ist auch ein bisschen, keine Ahnung, kennt man nicht. Das ist jetzt keine Kette oder so, aber es ist eigentlich ganz schön hier. Oha. Weil das Ding ist, ich werde auf jeden Fall heute Abend, wenn wir bei dem Juwelier fertig sind, weil wir da natürlich auch noch ein paar Videos drehen, da wird es halt relativ spät. Deswegen habe ich mir jetzt hier ein Hotel genommen und werde dann hier noch übernachten. Hier noch eine kleine Roomtour. Ist eigentlich ganz schön gemacht, so auf neu. Ist ganz cool, Leute. Ist okay. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja der Hoteltester. So, das hier könnte ein bisschen schöner sein, hier Kabelsalat und so, aber ist an sich ganz gut. Ey Leute, einfach zu wild der Juwelier hier. Also richtig schön eingerichtet. Und freust du dich schon? Bro, der soll mir mal auch eine Uhr klar machen zum Listenpreis. So ein Ding ist das. Ja, safe. Das ist schon gehypt. Ja, und nochmal. Also jetzt hier so eine... normale, ich sage ich mal, AP, ist schon geil. Das ist ja gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit, an so eine Uhr dran zu kommen. Ne? Das ist ja wie ein Sechser im Lotto heute. Also ich freue mich sehr drauf. Das Ding ist einfach, ich war auch noch nie bei einem Juwelier, Leute, wo es einfach eine Bar gibt. Boah! Hier einen auf Barkeeper. Das ist weird flex, Bro. Was trinken wir? Einen Gin Tonic. Wie viel haben wir eigentlich? Bro, auch richtig teuer, ne? Ich bin jetzt, also ich trinke ja kein Alkohol, Leute, wisst ihr ja. Aber ich kenne mich so ein bisschen aus. Ich glaube, die beiden hier, ich sehe es halt auch nicht richtig, aber ich glaube, die beiden Getränke hier, Bro, die sind auch, kosten gefühlt halbes Vermögen, Bro. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ist noch zu früh. Ist noch zu früh. 14.22 Uhr. Das war einfach so ein Schritt. Alles gut, dann würde ich ein Wasser und ein Espresso nehmen. Super. So, Max. Da hängt meine Kleidung. Sagt ehrlich, wer feiert Espresso, Leute? Espresso ist unnormal nice. Ich feiere Espresso, Espresso. Wie sagt man Espresso? Oh, jeden Tag Espresso. Das ist exklusive Schick. Ich freue mich. Ich glaube, zu der Uhr müssen wir nicht mehr viel sagen. Es ist natürlich... Kannst du mal kurz herkommen? Die Audemars Piguet, Royal Oak, klassisch. In Edelstahl, drei Zeiger mit Datum. Das ist so krass. Mit dem weißen... Meiner Meinung nach auch einer der heftigsten APs überhaupt. Hellen Ziffernblatt. Das ist so eine schöne Uhr. Dann würde ich sagen, wir legen sie mal als Handgelenk. Sehr gerne, sehr gerne. Und schauen, wie sie wirkt. Wir können das ja mal ganz kurz hier vergleichen mit der Uhr, weil das ist ja quasi exakt dasselbe Modell, nur quasi mit Diamanten besetzt. Also das war früher auch weißes Ziffernblatt. Boah. Wobei das 41 mm, ne? Genau, ja. Das hier ist 39 mm, aber ja, also so ist das. So aber vom Modell ident. Genau. Schauen wir uns das mal an. Die Anpassung werden wir danach mit dem Uhrmacher im Detail anschauen. Also mit der Butterfly-Schließe, dass man noch leichter reinkommt. Das ist eine verdammt schöne Uhr. Sehr exklusiv, sehr gefragt. Ja, ey, also das wirklich so. Man muss halt sagen, ohne Diamanten sieht es halt absolut nothing special aus, ne? Weil die Diamanten sehen so krass aus, so wirkt die Uhr halt absolut normal, sag ich ehrlich. So Stahlmodelle, es gibt ja eigentlich nur die Patek, oder? Ist die Nautilus ja eigentlich noch. Von der Nachfrage. Von der Nachfrage her, also. Genau. Ist schon unfassbar. Und hier alles neue, also. Ja, das ist original verpackt. Krass. Hier wäre noch quasi im unteren Bereich der Schachtel die Garantie. Mhm. Die quasi digital aktiviert worden ist und international gültig. Aber immer wieder. Sehr schön. Ja, nee, perfekt. Dann vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Sehr. Freut uns, wir dieses exklusive Stück übergeben können. Wir wünschen euch Freude. Dankeschön, Dankeschön. So, meine Freunde, wir werden jetzt hier noch 3 Videos aufnehmen für den YouTube-Kanal von Juwelier Huber. Ist auf jeden Fall, das wird sehr nice. Ich werde einmal als Praktikant arbeiten. Dann werden wir Uhrenpreise erraten und da machen wir noch ein Interview, generell, wie ich das Thema mit den Uhren sehe. Und wir sind hier einfach im Laden und alles ist zu. Alles wird sehr cool. So Leute, das soll es gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen was anderes unterwegs gewesen. Auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank an Huber Juwelier, dass ich hier diese wunderschöne Uhr abholen durfte. Also ich will noch mal ganz kurz... Ey, imagine Leute, man ist froh. Diese Uhr kostet, ich weiß nicht, was kostet die AP? 35.000? 30.000? Was kostet die, Leute? Liste? Überlegt mal, man ist einfach froh, 30.000 auszugeben und nicht mehr zu bezahlen. Checkt ihr, was ich meine? Wie krank das bei Uhren ist? Nein, was kostet die? Keine Ahnung. Also ich will noch mal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nicht so in dem Uhren-Game drin sind, das noch mal kurz verdeutlichen. Diese Uhr, es ist eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit aktuell an...
ein solches Modell ranzukommen. Deswegen, das ist wirklich sehr, sehr nice. Ich freue mich sehr. Wenn Max wollen würde, er könnte die direkt, ich bin mir eigentlich sicher, für 15 bis 10 bis 15.000 Euro mehr verkaufen. Direkt. Das ist zu krank, dieses Uhrenbusiness. Ja, checkt auf jeden Fall noch den YouTube-Kanal von Juwelier Huber aus. Da werden auf jeden Fall die nächsten Wochen noch einige Videos kommen. Die werden wir jetzt noch aufnehmen. Wie gesagt, hier nochmal die Uhr. Und dann bedanke ich mich wie immer vielmals für euren Support. Also ich wette, mindestens könnt ihr für 40 wahrscheinlich direkt weg.